Im 16. Jahrhundert eroberten die Spanier Südamerika. Viele Eroberer strebten nach Macht und Reichtum und waren auf der Suche nach Eldorado, der goldenen Stadt. Doch sie fanden nur verlassene Ruinen. Die Einwohner von Eldorado hatten ihre Stadt verlassen, um dem sicheren Untergang zu entgehen. Sie bauten eine Flotte, segelten fort und nahmen alle Geheimnisse mit sich. Zusammen mit einer Prophezeiung über die Zukunft der Welt. Lope de Aguirre, ein verrückter, aber ehrgeiziger spanischer Befehlshaber, nahm zusammen mit seinen Männern die Verfolgung der Flüchtlinge auf. Weder er und seine Mannschaft noch das neue Eldorado wurden je gefunden. Und das Wissen über die Prophezeiung war verloren. Dezember 2012. Die Universität hat mich zusammen mit Scott auf eine Tauchexpedition geschickt, um die Gewässer um die Insel Robinson Crusoe zu erforschen. Was wir nicht wussten war, dass wir bald das Rätsel um eines der größten Geheimnisse der Weltgeschichte lösen sollten. Flugzeugtyp das ist.
amerikanischer Flugzeugtyp aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich frage mich, ob es dort noch mehr Wracks gibt. Im Großen und Ganzen sind wir hier fertig. Komm hoch, damit wir den Tauchgang analysieren können.